Audi Q5, Baujahr 2009. Das könnte passen. Wir schauen jetzt nach. Wir haben hier eine Birne defekt. Würden wir erstmal die gesamte Abdeckung wegmachen. Dafür haben wir hier Werkzeugkit und diese Lampe von Osram. Wir haben als Unterstützung dieses Video und dann werden wir einfach genau nach dem Video arbeiten. Also Abdeckung aufmachen, das reindrücken, so weiter, dass es soweit ist. Und dafür haben wir diese zwei Hebelchen, werden wir einfach darunter stellen und die hochheben. Mit vorsichtig, damit wir es nicht kaputt haben. So kriegt man die raus. Erstmal drücken wir das nach innen. Hier, jetzt ist er tief, fast so tief. Und jetzt nehmen wir einfach dieses Werkzeug und versuchen das hochzuhebeln. Muss man ein bisschen mit Gefühl. Am Anfang ist es nicht so leicht, so richtig rein und jetzt raus. Wenn ich das in der Hand habe, dann ist dieser Stift in der Mitte, muss ich erstmal rausstecken und der kommt mit dieser flachen Seite hier rein, also die flach nach oben. Drücke ich nur ein bisschen und nachher können wir so hier wieder mal montieren. Schnitt. So, jetzt wurde die drei Schrauben gelöst. Die dritte ist dort hinten. Genau da, hier, genau da. Das hat so lange gedauert, bis man rausgekriegt hat. Wenn was aus ist, man kann die ganze Scheinwerfer nach vorne schieben. Das sieht man hier mit Gefühl ein bisschen. Dann kriegt man das raus. Jetzt ist er draußen. Dann hat man ein bisschen mehr Platz, um hier an die Lampe dran zu kommen. Da sieht man, hier hinten habe ich die fast ausgebaut. Ja, das ist jetzt dieses Stecker ist draußen, diese was so grün ist. Das sollte der Stecker sein. Dann muss ich nur diese Hebelchen aufmachen. Jetzt erstmal wird diese Schelle erstmal aufgemacht. Da ist eine Schelle, muss man aufmachen. Dann tut man das auseinanderbauen. Da muss man drauf achten, hier, da ist es ein Stecker, sieht man da, da ist der Stecker, wo meine Hand ist, genau da ist der Stecker, genau da. Und da muss man rausstecken und das, und diese Stütze, diese kleine, muss man rausziehen, sonst schlägt schon an, diese kleine Stütze. Einfach nur ein bisschen drehen, rausziehen und so sieht es nachher aus. Man zieht einfach vorsichtig, schlägt den irgendwo rein, dann ist es hier auch ein kleines Kabelchen. So ist es ganz draußen. Kann man nur zur Seite. Diese Hebel. Da drückt man sie nach oben. Dann tastet sie an. Nicht nach unten. Drücke. Sich nur finden. Da. Hebel. Wo meine Hand drauf ist. Achte mal drauf. Und dann ist hier, hier drauf und zu. Da ist diese Hebel. Seht ihr das? Diese Hebel. Nach oben. Eingerastet. Nach unten. Ausgerastet. Da kann man die Lampe rausholen. Das war's.